Grüß dich, lieber Gieshübel. Servus, lieber Buntigam. Wie geht's dem Papa? Na ja, es geht. Ah, fein. Er war gerade in Bayern. In München beim Oktoberfest? Nein, er war bei unserer Majestät. Ah, was gibt es denn Neues dort? Große Dinge brauen sich zu. Gell, das interessiert mich sehr. Schau, wer da hereinkommt. Der Hunyadi. Der war dabei. Na, dann weiß er sicherlich noch mehr. Kinder, schön, dass ich euch treffe da in der Eden. Weil ich hab mit euch was Wichtiges zu reden. Schieß los. Wir haben uns entschlossen, es muss etwas geschehen. Dieses Interregnum hat schon lang genug gedauert. Was für Interregnum, um was tut sich's drehen? Unser guter Kaiser kommt zurück. Verstehst, uns wird sehr verdrossen, dieser Status quo. Unser einer hat doch durch Geburt verbriefte Rechte. Und auf die muss man pochen. Ja, bitte, wieso? Unser guter Kaiser kommt zurück. So wie bisher geht's nimmer mehr. Selbst die Perser häuten sich an Schar. Ja, ja. Und kommt ihr auf Staatsbesuch her? Wer ist hier den Schar empfangen, der? Der Chef. Das wird jetzt ganz anders. Es ist auch höchste Zeit. Auf die Dauer kann man ohne uns kein Staat regieren. Lang haben wir gewartet, jetzt ist es soweit. Unser guter Kaiser kommt zurück. Vor lauter Freude hätten wir eins beinahe vergessen. Was? Wir kriegen sicher wieder, was wir einst besessen. Ja, ey. Die Jagd bei Bummerskirchen. Den Forst am Hohen Geil, den Tennisplatz, das Schlüssel und das Haus. Vom Gutsbesitz dem Hirten verkauf ich einen Teil. Da schaut vielleicht ein Jaguar heraus. Ich krieg noch den Staudamm und das Sägewerk in Częstochau, das Drautal und die Brauerei in Pest. Ich verlang nicht mehr aus unseren alten kleinen Grund. Bei Linz durch Zufall steht auf diesem jetzt die Föst. Halt, mein lieber Gieshübel. Was, lieber Buntigam? Dieses Grundstück gehört doch gar nicht dir. Wieso? Das kriegt deine Schwester als Mitgift, wenn sie heiratet. Demzufolge gehört es demnächst mir. So sei du nicht so habgierig. Kinder, bitte streitet nicht. Es steht doch was Größeres auf dem Spiel. Schau, zum Beispiel, mir gehört der Prater und das Burgenland. Doch ich hab ein ganz ein anderes Ziel. Was könnte das sein, das den mich wirklich interessieren? Wir dürfen wieder unsere Adelstitel führen. Stimmt. Wenn du einmal ausgehst und empfangen wirst, wird man nicht mehr denken, dieser Sandler, pardon, kommt schon wieder, alle werden sagen, da kommt er, der Fürst. Wenn der gute Kaiser kommt zurück, bin ich im Casino und hab kein Jeton, muss ich nicht so wie bisher zu Fuß noch ausmarschieren, jeder wird gleich sagen, da haben's, Herr Baron. Wenn der gute Kaiser kommt zurück, für mein Wagen fordere ich mir gleich eine Regierungsnummer an. Und dann stehen die Polizisten spalier und dann kann ich parken überall. Genial! Wir werden nicht mehr leben von der Hand in den Mund. Jeder von uns kriegt natürlich gleich gesamten Posten. Dann sind wir im Ausland und das ist der Grund, dass der gute Kaiser kommt zurück. Lauf und was trinken, dass der gute Kaiser kommt zurück. Geborgen mit 10 Schilling, bis der gute Kaiser kommt zurück.